Ich bin der Marc und ich möchte euch heute mal die Reinigungsmaschine der Firma Strabag vorstellen, die RM100VB von Firma Plasser & Theurer. Diese Maschine ist dafür da, um den Gleisschotter zu reinigen und das rückgewonnene Material wieder in das Gleis einzubauen. Wir gehen jetzt zu meiner Rechten die Rollenkette. Mit der Rollenkette nehmen wir den Gleisschotter unter der Schwelle auf und führen ihm den eigentlichen Reinigungsprozess zu. Rückgewonnenes Material wird über die Zange 2 zugeführt und im Anschluss daran weiter bearbeitet. Das ausgehobene Material durchläuft mehrere Arbeitsprozesse. Als erstes wird das Material in die erste Siebanlage eingebracht, um grobe Verunreinigungen abzusieben. Und im Anschluss daran wird das Material über das nächste Förderband dem Brecher zugeführt. Der Schotter geht durch einen Prallbrecher. Das Material wird über einen Rotor gegen die Prallwände geschleudert. Das Schotterkorn platzt auf bzw. die Ecken brechen ab. Somit wird das Korn wieder schärfer und kann sich besser ineinander verkanten nachher im Verdichtungsprozess. Nach dem Brecher wird das bearbeitete Material über das Förderband der Doppelsiebanlage zugeführt. Und jetzt an der Stelle befinden wir uns auch schon an der Siebmaschine. Wie gesagt, die Siebmaschine besteht aus einer Doppelsiebanlage. Wir schaffen in der Stunde ca. 900 Kubikmeter Schotter auszusieben. Material, was noch brauchbar ist, wieder dem Arbeitsprozess zuzuführen und das ausgehobene, schadhafte Material unseren Materialförder- und Siloeinheiten zuzuführen. Im vorderen Bereich sind die Abraumförderbänder zu sehen. Das heißt, das Material, was nicht wiederverwendet werden kann, wird über diese Abraumförderbänder den Materialförder- und Siloeinheiten zugeführt. Die Siloeinheiten können wiederum das Material aufladen, bunkern, sodass wir das dann gesammelt abfahren können. Wir befinden uns hier an unseren Materialförder- und Siloeinheiten. In diesem Fall sind die Wagen für den Abraum gedacht, also sprich das abgeführte Material wird hier aufgebunkert und dann in den Ladestellen zugeführt. Genauso könnten wir diese Wagen aber auch nutzen, um neues Material der Maschine beliebig viel zuzuführen. Das Besondere an den Fahrzeugen ist, sie haben hauptsächlich als Arbeitsaggregate zwei Förderbänder, das sogenannte Bodenband, was sich hier in diesem Container befindet, und das Übergabeband, was wiederum zum nächsten Wagen vorgeht. Der Bunkerprozess läuft wie folgt ab. Das Material wird hinten zugeführt, das Bodenband bleibt stehen. Wenn ein gewisser Füllstand erreicht wird, kann das Bodenband nach vorne gezogen werden und wiederum der nächste Füllgrad erreicht werden, bis das Material vollständig oder der Wagen vollständig beladen ist. Maximale Ladekapazität sind 100 Tonnen. Der Tank- und Messwagen, dieser ist ausgestattet mit drei Messwagen zur Aufmessung der aktuellen Gleis-Ist-Lage und zwei dynamischen Gleisstabilisatoren, die für eine großmögliche Anfangsstabilität des Gleises sorgen. Also sprich, dass nach uns Nachfolgewerke wie Umbauzug, Stoppmaschine ohne Bedenken fahren und arbeiten können. Die Reinigungsmaschine an sich wiegt 449 Tonnen, ist 150 Meter lang und jeder MFS-Wagen sind auch nochmal 22 Meter und 60 Tonnen Leergewicht. Pro Wagen können wir nochmal 100 Tonnen beladen. Also wenn alle Bedingungen optimal passen, dann können wir bis zu 300 Meter die Stunde fahren. Und das, denke ich, ist schon eine beachtliche Leistung. Wenn man das dann hochrechnet auf 10 Stunden arbeiten oder so, da ist schon was drin. Also es gibt meines Erachtens noch keine bessere Reinigungsmaschine in ganz Deutschland.